Guten Tag, meine Damen und Herren. Zu Beginn der letzten Sitzungswoche des Bundestages im Mai sind wir noch einmal aufgerüttelt worden durch die Atomwaffentests in Nordkorea. Ein sehr beunruhigender, gefährlicher Vorgang. Nordkorea spielt ein riskantes Spiel. Offensichtlich will dieses von seinen kommunistischen Machthabern völlig zugrunde gerichtete Land die Preise hochtreiben für direkte Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über das Atomprogramm. Und natürlich über Versorgungsinteressen, die Nordkorea gegenüber dem Rest der Welt hat. Es ist jetzt an den Vereinten Nationen, den Nordkoreanern klarzumachen, dass sie an den Verhandlungstisch zurückkehren müssen. Und das wird nur möglich sein, wenn Russland und China ihrer Verantwortung gerecht werden. Insbesondere in China scheint der Schlüssel zu liegen. Denn nur solange Peking seine Hand über das Steinzeitregime in Pyongyang hält, kann dieses Land den größten Unsinn anzetteln, was es gegenwärtig mit den Atomwaffentests macht, und zwar auf sehr gefährliche Weise. Die Europäische Union und die Bundesrepublik Deutschland verfügen gegenwärtig über sehr gute Beziehungen zu der Volksrepublik China. Es ist deshalb an Brüssel und auch an der Bundesregierung, an Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Steinmeier, in direkten Gesprächen mit den chinesischen Partnern Druck auszuüben, dass China seinen Schutz Pyongyangs aus Angst vor Einkreisung beendet und dazu drängt, dass der Weltsicherheitsrat der Vereinten Nationen geschlossen handlungsfähig ist. Die Situation ist durchaus ernst. Es bedarf entschlossenen und geschlossenen Handelns.